kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Das Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Du bist so ein Hitzkopf. Oder die Seuche. Das Leben ist hart. Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden.
sollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Sag mir, wenn du meine Wache übernehmen willst. Nerv jemand anderen. Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Um den Weg frei zu machen. Kein Zufall. Glaubst du, der hat Hilfe? Wer wüsste, wie sowas geht? Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Er ist Zirconia.
Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Weihnacht. Kommt er hier nicht durch.
Ha? Hast du gehört, dass die Aufseher Morris einkassiert haben wegen schwarzer Magie und so? Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Corvo, hier drüben! Schnell, ich bin dein Freund! Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter.